Willkommen zu einer neuen Runde GTA 5. Ihr werdet euch vielleicht fragen, warum ich hier vor Michaels Haus rumgammel. Das hat auch einen Grund. Ich habe nämlich eine Aufnahmesession gemacht und dann am Ende festgestellt, dass die richtig scheiße asynchron ist. Also, naja, bin ich nochmal hingegangen. Hab meinen Spielstand so ungefähr wiederhergestellt. Und jetzt sind wir hier fast an derselben Stelle, hoffe ich doch. Wenn ich jetzt nicht irgendeinen großen Fehler gemacht habe, müsste das ungefähr passen. So, und wir ziehen jetzt los und machen weiter mit was auch immer. Ich glaube, wir begeben uns einfach mal zu Franklin. Also zu uns nach Hause. Und kümmern uns noch ein wenig um ein wenig mehr Gang-Scheiß. Ach, das kommt ja auch noch, ja. Hey, look, man. Look, you were like a son to me. Employee of the month. Does that mean nothing to you? Man, a dude had a gun in my head. No loyalty, no integrity. You should have taken the bullet. My business, my totally legitimate business. You're fucked, my boy. Fucked. You're a racist. Ach Quatsch. Naja, das war ja wohl klar. Vor allen Dingen, da Lamar uns gleich noch anrufen wird und uns sagen wird, dass er das Motorrad bei uns abgestellt hat. Ah! Die Karre ist mir viel zu schnell übrigens. Und dann sind wir ja auch ganz schuldig. Dann stehen auch die Beweise für unsere angebliche Schuld so bei uns rum und... Hilfe! Ich muss sagen, ich bin gerade ein bisschen ungeduldig. Das kommt halt vor, wenn man so extrem viel vom Spiel verliert. Na gut, was heißt extrem viel? Das war eine Stunde oder anderthalb ungefähr. Ich habe jetzt auch alles wiederholt, was ich noch machen musste. Also ich musste nochmal das mit dem, mit der angeblichen oder versuchten Entführung machen. Die Sache mit der Yacht und mit Michael und dem... Ja, das alles. Das mit dem Paparazzi habe ich jetzt noch nicht gemacht. Das werde ich irgendwann später nochmal nachholen. Aber für den Anfang werden wir erstmal... Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? So. Ach ja, Musik. Da fällt mir ein. Die Videos scheinen ja momentan nicht gesperrt zu werden. Was wohl bedeutet, dass die leiser gestellte Musik hilft. Hoffe ich zumindest. Und jetzt gucken wir mal, was uns hier erwartet. Das weiß ich nämlich diesmal nicht. Hello, prayers have been answered well. Hello. I don't want to know. Franklin! What the fuck? I mean, what the hell going on here? Wait a minute. Franklin, what are you doing here? I live here. This half my house, too. So you say? Anyway, Magenta is reinvigorating my femininity. So make yourself scarce, boy. Go. Go. With pleasure. Go. Goodness. And stay out of trouble. Yeah, yeah. Oh, yeah, die ist so verrückt. No man than me. I hear that. Gangster shit, nigga. Look who's bizarre. What's happening with it, man? Oh, no, no. Show some respect here, nigga. The man, they couldn't hold down his back. Come on now. Damn, man. I gotta spend my day with another middle-aged fool trying to recapture his youth. What this fool just say? I missed you, dawg. Oh, you missed me, huh? Nah, I ain't missed you. Your ass could have stayed gone for good. So I fucked your girl, mugged your moms, and better yet, I ain't thought about your ass in years. Ha ha. You got jokes now, huh? Hey, but I see you doing well for yourself. Check that on out. Shit, I'm doing just fine. That's what I hear. But I know some sweet boys up in the pen that got bigger balls than you. Oh, you been doing your time looking at sweet boy balls? Oh. Yeah, it's good to have confirmation. This funny fuck. Why you keep hanging around this clown, L? Shake this fool, we man. We from the same set, Stretch. Why y'all niggas can't get along? Y'all been doing this shit for years, man. You know what, dawg? It's good you back home. Glad you here. Missed you, boy. Damn, you definitely got hit up inside. Hit up? Hey, hey.
Yo, motherfucker, I know little niggas like you been turned out on the daily. Talking about being hit up, nigga, I swear, man. You ain't got no motherfucking respect. Motherfucker, I got respect for reality. Reality? All right, you keep thinking that. Just keep thinking that, nigga. Shit, you gonna get yours. Fuck you. I swear, man. Sprizzettes, come on, man. Cool out. Fuck, chill, man. This motherfucker get on my goddamn nerves. The nigga get on my nerves, too, man. Part of the nigga charm, man. F, come on, man. Let's just bust a move, man. You gonna drive or what, pimp? Drive where? Pick up this heat, nigga. Why? Business, nigga. Real business. Come on, girl. Y'all niggas act like girls. Shit. Not me, shit. Let's go to the gun store. Oh, das gibt mal wieder eine richtige Katastrophe. Naja, ziehen wir es durch. Shit, homie, you gonna drop all that bread on that gear, you might as well get a haircut too. Fucking crazy-haired microphone motherfucker. I got a microphone I can shove right in your prison pocket. Nigga, you walk like you Keister and shit anyway. You know, when I went away, you punks was little homies, and I was a big homie. Now I'm out, and you little homies is big homies. But you still gotta respect. Man, what the fuck this nigga talking about? We all big homies, but he bigger, right? Exactly. Man, that's some fucking pyramid scheme bullshit. Pyramids is good, man. Illuminati Pharaoh shit. Wo sollen wir parken? Nein! Soon as we get this shit, as soon as we get paid, homie. Soon as we get incarcerated, more likely. Okay, ja gut, mit Lamar ist eine Freifahrt zum Knast nicht weit, nicht fern, das ist klar. Ammunition, armorer to the stars. Hey, what's up, man? Firing range is in the back, and all our weapons are customizable. Oh, hell yeah! You can trick your blam blam out up in here. Quit all that, just straight up artillery, man, alright? Don't y'all shut the fuck up, I got this, you clowns. Alright, homie, get your shotgun with flashlight modification. Okay. Moment, taktisches Licht für die Pub-Action-Schrotflinte. Cause we got sheets, homie. Now shut the fuck up and come on. Wo haben wir den Scheiß denn? Okay, nein. Ich versteh's mal wieder nicht. I wanna be crystal fucking clear. Nothing he buying got anything to do with us. Yeah, you know, we got felonies and we ain't touching shit. I ain't even looking. Oh Mann, die sind so. Ah, so blöd, die Jungs. So, was gucken wir uns denn? Ooh, it's hot as hell up in here, homie. Yeah, real shit, my nigga. We could buy this shit, go to Mexico, take that shit to the bank. Hell no, nigga, we got felonies, nigga. Ain't nobody doing that taktisches shit. Taktisches Licht, okay. We legit as a motherfucker on this right now, man. Just chill. Man, we got some recycling to do. Come on, man. Send her off friends in La Puerta. Check that shit. Ja, auffälliger geht's ja auch nicht. Ah, das Auto ist noch da. Naja. Dann ab in die Höhle des Löwen. Und. You got some cans or some shit I don't know about? Nah, homie. We got ourselves a drug deal. Why do I get the feeling this gonna be one of them deals gone wrong type situation? Now, see, that's that negative attitude Lamar was telling me about, nigga. You ain't getting nowhere thinking like that. The power of positive bullshit. You ought to be clenching your motherfucking vagina muscles with my aunt, nigga. After his bid, it probably needs tightening up. This ain't new age shit. It's fact. You get what you give, fool. You been getting dick, but you ain't giving it, huh? Some mark talk like that to an OG? CGF has changed, man. No wonder the hood is so lame right now. Speaking of change, Lamar's been meaning to talk to you, homie. Nah, not now, homie. What's happening? It's nothing, my nigga, nothing, you know. Just some ideas, that's all. Man, ideas ain't your strong suit, so put it on me. It's nothing real, homie. When it's something real, we'll talk. Bullshit, man. It's rather than moment. This crap. Na ja, dann ab in die Katastrophe. Würde ich mal so sagen. Hi, homie, we meeting in here. Schön. Hallo Kätzchen. Ich wünschte, ich könnte mit dir gehen. Naja, dann rein da. Man, how'd you find this place?
homie set it up. This the kind of spot where we ain't gonna be disturbed. That's what the fuck worries me. I'm more of a hide in the plain sight type of nigga. No, you more of a punk bitch type nigga. So, ich bin schon mal auf alles vorbereitet. What's up, fool? What up, we got that shit, nigga, with a paper at. Nigga, I'm talking about Buku bills. Lamar Davis. What's up, boy? Everything cool? Come on, man. What the fuck, man? You was just kidnapping this nigga. Oh, come on, dog. Don't real recognize real. D, my nigga, just got out crossing lines, did some time with some of your folks. Hey, look, this ain't about you, man. What? You know these niggas done. Yo, what the fuck this trick talking about, man? Yeah. Somebody creeping on us? They putting a nigga on TV, man, about some gang intervention shit. Hey, this ain't the police, dawg. This some ballers bullshit. Nigga, that's some bullshit. Fuck you. Hey, what's the setup, nigga? This shit fucked fuck up. Fuck you, nigga. You. Shit. Oh, bitch-ass ballers. Come ja, on, das ahead. War so klar, dass das passieren würde. Und deswegen... Oh. Wie wär's mit ein bisschen Deckung? You lay low, motherfucker, that ain't me. I can see that. Deadly motherfucker. I'm finna show you how an OG handle his shit. That's something I don't need to see. Und schön die Munition einsammeln, bitte. Und hier und da und dort und irgendwas noch. Und wo sind die Jungs? Oh, da sind die Jungs. Man, I deserve to get put. Fuck you! You going first next time, no fool. No. Shit, nigga, then we all be dead. Not me, nigga. You ain't creeping on us. And get that out of my face. You about to have a bunch of dead homies. Is that dein Wahr hier? Like clowns, man. Bang this motherfucker. Oh. Toll, ich bin tot. Oder so gut wie, oder irgendwas. Did you think there was an exit while you set up this meet? There's always a way out, motherfucker, and we gonna find it. So, wenn ich jetzt nicht noch ein Medikit finde, dann achso, okay. We hang here. Come on! Man, I don't want your clumsy ass falling down these stairs, fool. They was a safety hazard before blood got spilled all over the place. You never fucking learn. Fuck you! Gerne. Immerhin ist das hier mit der Maussteuerung schon wesentlich besser als damals auf der Konsole. Also. Come on! Wusste ich doch, dass hier noch einer kommt. This Chamberlain gangster family's here! Shady motherfucker! Come on! Yield my ass, nigga! We too smart to get jumped! Gerne und. Man, pop me and get it over with. Hey, boy, you the one getting booked. I'm gonna follow you for a minute. Klar, in dem Moment, wo ich rauskomme, geht der auch raus und schießt auf uns. Und. Move, motherfucker! Hey, wie wär's mit einer AK? Zumindest theoretisch eine gute Idee. Run, fuck that! Get out! Geh doch in Deckung! This fuck! Cavo motherfuckers! This how gangsters do! Man, back up! Yeah. Oh. Fire, dog! Fire! You see that shit? What move? Shit, we gotta go for this shit spread! Okay. Fuck you! Ich glaube, ich renne mal zur nächsten Deckung und gehe auch in Deckung Lamar, nicht Lamar, Franklin. Dumbass Baby G. Oh. What, warum brenne ich denn jetzt? What the fuck, warum brenne ich jetzt? Der Scheiß. Steht das mal einer? Oh, schön. Na, egal. We gotta go, man. Move.
You gonna get chipped, old bitch-ass baller? Man, pop me and get it over with. Man, I ain't going down for you. Now that you pop that little punk, we really fucked. Man, you shouldn't have put me in the room with that snitch. This Chamberlain gangster family's here. Never trust the baller, homie. Never trust you is the lesson I'm taking away from this shit. Fuck! Cops outside! I ain't going back! I'm right behind you! Okay, wo geht's hier? Through the fire exit. Come on. Hey, one time. Oh, oh no. Gonna cause us some trouble. Clap him, homie. Tschüss. Hey, there's a ladder over here. Okay. Ich bin überzeugt. Was nehmen wir denn? Die Leiter. Okay, das heißt, wir müssen gleich den Heli wieder loswerden. Oh mein Gott. Huch. Aber warum nicht? So, ein Scheinwerfer weniger. Und ich glaube, ich muss nochmal die Leiter wieder hoch, wenn das geht. So. Ja, scheiße, wie komme ich denn da wieder hoch? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt muss es so tun, als ob ich in Panik geraten würde. Okay, ich glaube, ich gerate in langsam in Panik. Aua. Ja, wie soll ich denn da hinkommen? Ah, hier, okay, danke. Scheiße. Immer noch. Das musst du erstmal hinkriegen. Na, können wir darüber vielleicht wieder an unser richtiges Ziel? Irgendwie nicht so. Ah, toll. Ja, dann mal zurück an den Anfang. Und die Leiter nochmal von vorne hoch. Ich glaube, wir müssen hier einmal rum. Alles so sinnlos. Und so fail, aber das macht's vielleicht ganz lustig. So, wo sind die anderen beiden jetzt? Ich kapiere das jetzt gerade mal nicht, aber. Naja. Ah, hier. Nein! Ach, scheiße! Was mache ich denn heute? Ist voll die Katastrophe. Also so eine richtig konkrete Katastrophe. Wahrscheinlich falle ich da gleich noch 20 Mal runter. Aber immerhin habe ich jetzt eine Idee, wo ich ungefähr hin muss. Das ist ja auch schon mal viel wert. Und ich glaube, wir versuchen auch mal dahin zu kommen. Okay, da ist der Helikopter. Oh, scheiße. Ich nehme an, wir müssen hier rüber. What happened to this dude?
Wo sind die beiden? Okay, da hinten. Dass wir natürlich auf keinen Fall überleben werden, ist klar. Diese Folge ist voll die Katastrophe.